Moin Flatzen, hier willkommen zur Bundesliga-Spieltag-Analyse zum vierten Spieltag. Bayern rasiert Bremen, Dortmund bekommt eine Klatsche gegen Stuttgart und Leverkusen mit dem Lucky Punch mal wieder gegen Wolfsburg. Aber kommen wir zum ersten Spiel. Das war nämlich Augsburg gegen Mainz. Das haben die Mainzer mit 3:2 gewonnen. Es war ein sehr wildes Spiel. Es ist Sieb auf Seiten der Mainzer in der 13. Minute, das 1:0 macht. Für die Mainzer, sie jubeln. Jetzt gerade einmal 2 Minuten später können die Mainzer schon auf 2:0 hören. Es ist Burkhardt, der das 2:0 dort schießt. Und die Mainzer dürfen jubeln und denken sich, hey geil, das läuft. Aber 10 Minuten später kommt Augsburg zurück mit einem Tor durch Schlotterbeck. Kommen sie wieder ran auf 2:1. Es kommt für die Mainzer noch etwas schlimmer. In der 35. Minute sieht Amiri dann gelb-rot. Damit geht es dann in die Pause. Die Mainzer führen zwar, sind ein Mann weniger. Die Augsburger schöpfen für die zweite Halbzeit dadurch nochmal Hoffnung. Aber erstmal kommt die zweite Halbzeit, dann ist es wieder Mainz. In der 49. Minute macht Burkhardt das 3:1, stellt ihn halt in Führung wieder her von 2 Toren und die Mainzer sind zufrieden, jubeln, die führen 3:1 und denken sich, das Ding ist durch, aber nein. Essender hat in der 57. Minute nochmal was dagegen und verkürzt nochmal wieder auf 2:3 für die Augsburger, die meinen, die können nochmal ran. Aber derselbe sieht in der 70. Minute rot, dann steht es 10:10 auf dem Platz und die Augsburger können nichts mehr machen. Ebenso wie die Mainzer, die schießen kein Tor mehr. Es bleibt dann 3:2 für die Mainzer. Die Mainzer dürfen jubeln, das sind dicke Big Points gegen Augsburg. Das sind so zwei Mannschaften, die in der Liga immer so ziemlich auf Augenhöhe ziemlich sind. Für die Mainzer ein wichtiger Dreier, die Augsburger sind natürlich geknickt. Kommen wir dann zum nächsten Spiel, das war so ein, ich würde sagen, ein Kellerduell. Das war nämlich Bochum gegen Kiel und die Kieler holen den ersten Punkt, denn die spielen 2:2 gegen Bochum. Es ist Pichler, der in der 15. Minute die Kieler mit 1:0 in Führung bringt. Das Ganze hält leider nur 7 Minuten an, dann ist es nicht Bero von Seiten der Bochumer, der in der 22. dann den Ausgleich schießt. Und es kommt noch schlimmer, es ist Daschner in der 35. Minute, der 2:1 für die Bochumer macht. Damit geht es in die Pause und die Kieler schauen ein bisschen bedröppelt. Dreimal hat eine Führung verspielt. Die Bochumer feiern dies natürlich im eigenen Stadion, logisch. In der zweiten Halbzeit hat das ganz, ganz lange. Da denken sie schon fast als Bochumer-Fan, hey, wir holen hier 3 Punkte. Aber nein, in der 89. Minute ist es Maschino auf Seiten der Kieler, der den Ausgleich macht. Die Kieler jubeln natürlich, die nehmen diesen Punkt natürlich dankend mit. Und die Bochumer sind natürlich geknickt, denn man hatte den Sieg so gut wie vor Augen. Und so muss man sich mit einem Punkt nur zufrieden geben. Und da werden die Bochumer natürlich nicht mit zufrieden sein. Kommen wir dann zum nächsten Spiel. Auch so ein kleines Topspiel, wenn man will. Es ist Heidenheim gegen Freiburg. Aber da hatten die Heidenheimer nichts zu lachen, denn die haben 3:0 gegen Freiburg verloren. In der ersten Halbzeit fallen keine Tore und dann kommt ein schneller Doppelpack, wenn man so will, aus Seiten der Freiburger. Es ist Doan in der 54. Minute, der das 1:0 macht und die Freiburger jubeln lässt. Und gerade einmal 5 Minuten später ist es dann Grifo, der auf 2:0 erhöht und das Ganze dauert nicht mal lange. Denn gerade mal 6 Minuten später ist es wieder Grifo, der auf 3:0 erhöht. Da hat man in kürzester Zeit, hat man mal eben das Spiel komplett für sich entschieden. Die Heidenheimer sind bedient und können auch nichts mehr entgegensetzen. Aber auch die Freiburger schießen kein Tor mehr, es bleibt dann 3:0. Die Freiburger sind sehr zufrieden, das sind wichtige 3 Punkte und die Heidenheimer können einen kleinen Rückschlag, aber richtig geknickt werden die auch nicht unbedingt sein. Bis jetzt lief die Saison ja noch ganz gut. Aber trotzdem hat man sich sehr in einer kurzen Zeit das Spiel aus der Hand gegeben. Kommen wir dann zum nächsten Spiel. Das war Union Berlin gegen Hoffenheim. Und das haben die Unioner gewonnen. Das Spiel ging auch zügig los. In der 4. Minute ist es rot auf Seiten der Unioner, der das 1:0 macht. Und gerade einmal 2 Minuten später, die Hoffenheimer haben gar nicht aufgepasst, ist es Wainjong oder wie er heißt. Man macht in der 6. Minute das 2:0 für die Unioner. Und dann passiert in der ersten Halbzeit auch gar nichts mehr, was Tore angeht. Und in der zweiten Halbzeit ist dann Hülter, in der 67. noch Seiten Hoffenheimer, der noch den Anschluss macht. Da denken sie Hoffenheimer und sagen, hey, da geht noch was. Vielleicht können wir den Punkt noch machen, vielleicht geht noch mehr. Aber nein, es bleibt beim 2:1 für die Unioner. Die Hoffenheimer sind bedient, die Unioner feiern, sieht natürlich Gebühren, es sind wichtige Punkte. In der Tabelle steht man nicht so schlecht da, da kommen wir später zu. Aber die Unioner gewinnen auch meiner Meinung nach ein bisschen verdient. Kommen wir dann zum nächsten Spiel. Das war Werder Bremen gegen Bayern München und da muss man eiskalt sagen, die Bayern haben 5:0 gewonnen und Werder Bremen hatte gar keine Chance, muss man einfach sagen, die hatten 0 Torschüsse, das war echt schon traurig, ich bin ja Bremen-Fan, wie viele wissen und das war echt nicht schön. Die Bayern fangen an in der 23. Minute, Olisee, der macht das 1:0, der Junge ist sehr gut unterwegs. In der 32. Minute ist der Musiala, der auf 2:0 erhöht. Damit geht es dann auch in die Pause und man denkt sich nur als Bremen-Fan, in der zweiten Halbzeit kommt vielleicht
noch ein Tor machen, irgendwie das Ergebnis ein bisschen verschönern. Vielleicht kann man noch irgendwie einen Punkt holen, aber nein. Die Bayern machen in Form von Harry Kane in der 57. Minute weiter mit dem 3:0. Dann ist es Olise wieder einmal, der in der 60. auf 4:0 erhöht und den Schlusspunkt in der 65. Minute setzt dann Serge Gnabry zum 5:0. Es ist eine Klatsche auf Seiten der Werder Bremer gegen Bayern. Die Bayern haben ja sowieso krasse Wochen bis jetzt gehabt. Und die Bremer haben einfach schlecht gespielt, die hatten keinen einzigen Torschuss. Das war gar nichts. Da kann man jetzt sagen, es war gegen Bayern. Aber trotzdem, das war mal gar nichts, muss ich leider so als Bremer Fan sagen. Kommen wir dann zum nächsten Spiel und das war Eintracht Frankfurt gegen Gladbach. Das haben die Frankfurter sich gewonnen. Frankfurt geht in der 30. Minute durch Larsen mit 1:0 in Führung und damit geht es auch in die Pause. Damit bleibt es beim 1:0. In der zweiten Halbzeit dauert es sehr lange, bis Masur in der 80. Minute das 2:0 macht für die Frankfurter und somit auch den Deckel draufsetzt. Die Gladbacher können da nichts entgegensetzen und Frankfurt gewinnt meiner Meinung nach auch verdient. Und sichert sich 3 Punkte und zufrieden wie Gladbacher. Das ist schon wieder so eine Saison, mal gut, mal schlecht. Die Konstante fehlt mal wieder. Kommen wir dann zum nächsten Spiel und das war Leverkusen gegen Wolfsburg. Ein Topspiel natürlich. Und dieses Topspiel war auch eins, muss man ganz klar sagen, es war wild. 4:3 hat nämlich Leverkusen gegen Wolfsburg gewonnen. Und es geht auch sehr schnell los. Mukiele macht nämlich in der 5. Minute ein Eigentor auf Seiten der Leverkusener. Richtig bitter. Die Leverkusener rennen dort erstmal im Rückstand hinterher. Das Ganze aber nicht lange, denn Florian Wirtz macht in der 14. Minute den Ausgleich. Und dann ist es Jonathan Tah, der in der 32. auf 2:1 erhöht. Das Spiel dreht, da denken sich, geil, jetzt läuft es für die Leverkusen, die haben das Ding gedreht, das werden die aufdrehen. Nein, das ist Bonau, der in der 37. Minute für die Wolfsburger dann wieder den Ausgleich macht zum 2:2. Und dann kommt es noch schlimmer, es ist Seppenberg, der in der 45. Minute 1 sogar das 3:2 für die Wolfsburger macht. Damit geht es auch in die Kabine, die Leverkusener sind bedient. Man hat einen Rückstand wieder weggemacht und ist dann wieder ein Rückstand gerade richtig bitter. Aber die zweite Halbzeit startet sehr schnell, 48. Minute ist Hincapier, der auf Seiten der Leverkusener den Ausgleich macht. Dann passiert lange gar nichts. Dann ist es Gerhard, der in der 88. Minute auf Seiten der Wolfsburger rot sieht. Da denkt man sich, ach du Scheiße, jetzt haben wir noch ein weniger. Irgendwie den Punkt hat man, denkt man schafft es auch. Aber nein, in der 90. plus 3 ist es dann Boniface, der das 4:3 macht. Die Leverkusener machen es mal wieder in der Nachspielzeit. Schießen sie den Siegtreffer, es ist schon crazy. Und holen einen wichtigen Sieg gegen Wolfsburg und dürfen sich auch feiern lassen. Es war eine sehr starke Partie. Beide Mannschaften haben gut gespielt und Leverkusen war dann letzten Endes der, ich sage mal, Sieger. Einfach mal so. Kommen wir dann zum nächsten Spiel. Ja, da ist Stuttgart gegen den BVB. Girassi trifft auch seinen Ex-Club, genauso wie Waldemar Anton. Aber die Stuttgarter haben den Dortmund nochmal gezeigt, wo der Hammer hängt. Die haben nämlich 5:1 gewonnen. Es ist Undav, der in der 4. Minute bereits zum 1:0 trifft für die Stuttgarter. In der 21. Minute ist dann Demirovic, der das 2:0 macht und die Dortmunder schon richtig alt aussehen lässt. Damit geht es dann auch in die Pause. In der zweiten Halbzeit denken sich dann die Dortmunder, hey, komm, jetzt müssen wir was machen, jetzt müssen wir Gas geben. Aber erstmal ist es wieder Stuttgart in Form von Milot, der das 3:0 macht auf Seiten der Stuttgarter und die feiern das. Der kleine Vorentscheid, aber dann ist in der 75. Minute Girassi, der für die Borussia sein erstes Saisontor schießt und die Dortmunder noch mal ein bisschen hoffen lässt, aber das Ganze wird in Keim erstickt. Dann ist es Touré in der 80. Minute, der das 4:1 macht und es wird noch schlimmer, 19 Minuten ist wieder unter, der macht das 5:1, setzt den Deckel drauf. Man muss einfach sagen, die Stuttgarter haben verdient gewonnen, den Dortmundern gezeigt, wer an diesem Spieltag der Herr im Ring ist sozusagen. Und ein ganz starkes Spiel der Stuttgarter und Dortmund, erschreckend schlecht. Kommen wir dann noch zum nächsten Spiel, das St. Pauli gegen Leipzig. Eigentlich das Spiel von vornherein ziemlich klar, Leipzig wird das Ding gewinnen. St. Pauli muss gucken, dass es vielleicht Schadensbremsung geht, so würde man eigentlich denken, aber nein. Es ist 0:0 ausgegangen und man muss auch ganz klar sagen, dass St. Pauli eigentlich hätte sogar gewinnen können. Die hatten gute Chancen, haben die leider liegen gelassen. Man muss einfach sagen, St. Pauli hat sehr stark gespielt und mit dieser Leistung, die ich sage mal, heute da gezeigt haben, ist so ein bisschen drauf aufzubauen. Da werden die Fans drauf schöpfen, auch die Spieler, dass vielleicht was möglich ist. Man hat ja den ersten Saisonpunkt gut in Sachen Klassenerhalt, ein wichtiges Ding. Gerade gegen Leipzig hat man keinen Punkt eigentlich eingeplant. Und für die ist es ein Big Win, für Leipzig natürlich ein herber Rückschlag in Sachen internationale Plätze, / Meisterschaft, was man vielleicht sogar anpeilt. Das waren auch die Spiele. Kommen wir nun zur Tabelle. Natürlich Tabellenführer ist Bayern München mit 12 Punkten. Die sind auch übrigens die einzige Mannschaft, die bis jetzt alles gewonnen haben. Tabellenzweiter ist nun Bayern 04 Leverkusen mit 9 Punkten. Gefolgt von den FC Freiburg, die haben 9 Punkte. Die werden sich natürlich sagen, hey, wenn wir da bleiben, das wäre nice. Das ist das schlechte Torverhältnis wie die Leverkusen. Die sagen natürlich, hey, da wollen wir bleiben. Genauso wie Bayern, die sagen sich auch,
momentan läuft es doch, wir schlachten die Gegner ab, wir sind Erster, alles tutti. Die Leverkusener sagen sich, wenn wir Zweiter werden am Ende, klar, der ist schade, wenn wir Erster werden, ich glaube, da können die auch mitnehmen. Kommen wir dann zum Platz 4, das ist Eintracht Frankfurt. Die haben 9 Punkte, auch das etwas schlechte Torverhältnis wie Freiburg. Aber wenn das am Ende dabei rausspringt, werden die Franken sagen, also die Franken sagen schon, die Frankfurter, da werden wir safe mit zufrieden das unterschreiben. Mit Tabellenfünfter ist RB Leipzig mit 8 Punkten, die sind nicht ganz so zufrieden. Klar, man ist jetzt noch nicht weit weg von oben, aber trotzdem, die Tabellenposition ist nicht ganz so gut. Man möchte doch ein bisschen höher, zumindest da, wo Freiburg ist, so Minimum, sage ich mal, die sind nicht ganz zufrieden. Tabellensechster ist Union Berlin mit 8 Punkten. Die würden diese Tabellenposition wieder safe unterschreiben. Die sagen sich, hey, top, es läuft doch momentan wieder ganz gut. Wir kommen wieder nach oben. Wir haben momentan nichts mit dem Abschied zu tun, ist doch super, internationale Plätze, schnuppern wir dran. Alles tutti. Tabellensiebter ist der VfB Stuttgart. Die haben 7 Punkte. Naja, die Tabellenpositionen für die, so, ich würde mal sagen, so lala, nicht ganz zufrieden. Die sind vielleicht noch ein, zwei Plätzchen höher. Aber trotzdem sind die zufrieden. Diesen Spieltag mal an Dortmund 5:1 geschlagen. Das war richtig stark. Dann kommen wir nämlich auch zum Tabellenachten. Das ist Borussia Dortmund mit 7 Punkten. Die sind natürlich nicht zufrieden. Man ist nur Achter. Man ist nicht oben dran an die ersten Platzierungen. Klar sind es noch nicht so viele Punkte, aber trotzdem. Man hat heute gesehen, in dem Spiel 5:1 an diesem Wochenende hat man verloren. Das ist natürlich eine herbe Klatsche. Da wird in Dortmund natürlich nicht Friede, Freude, Eierkuchen sein. Das ist mal ganz klar. Tabellenneunter ist Heidenheim. Die haben 6 Punkte. Die haben zwar diesen Spieltag verloren, trotzdem werden die sagen, Tabellenneunter, hey, safe, top, nice, alles gut, wenn wir da bleiben. Ist doch wieder alles super. Dann kommen wir zum Tabellenzehnten. Das ist Mainz. Die haben 5 Punkte. Auch die sind mit der Tabellenposition zufrieden. Die haben diesen Spieltag ja gewonnen. Die sagen sich, hey, wenn wir Zehnter werden, ist doch alles super. Kommen wir dann zum Tabellenelften. Das ist der SV Werder Bremen. Die haben 5 Punkte. Schlechte Torverhältnisse in Mainz. Die sind natürlich diesen Spieltag nicht zufrieden. Man hat 5:0 gegen Bayern verloren. Man hatte nicht den Hauch einer Chance. Und Tabellenelfter sagt man sich auch, wir wollen einen Tabellenplatz. Das wäre schön. Es ist noch nicht alles katastrophal, aber es ist auch nicht so ideal. Das geht noch besser. Kommen wir dann zum Tabellenzwölften. Das war Augsburg. Die haben 4 Punkte. Die haben diesen Spieltag ja verloren. Ob die zufrieden sind, weiß ich nicht, sagen sie dabei in 12, hey, das ist so eine Platzierung, sowas kennen wir. Nehmen wir mit, steigen wir nicht ab, es geht, aber 100% zufrieden, natürlich nicht. Kommen wir dann zum Tabellen 13, das ist der VfB Wolfsburg, die haben 3 Punkte, die sind natürlich gar nicht zufrieden. Aus den ersten Spielen, 4 Spiele, nur 3 Punkte, nur Tabellenplatz 13, viel zu wenig. Man will auch ins internationale Geschäft, da muss einiges mehr kommen. Man hat so knapp gegen Leverkusen vorne aus richtig bitter war. Und dann denkt man sich, da muss noch einiges mehr gehen. Tabellen 14. ist Borussia Mönchengladbach, die haben auch erst 3 Punkte, die sind auch nicht zufrieden, da läuft es auch nicht so richtig rund. Man holt nicht so wirklich Punkte, man ist nicht wirklich schlecht, aber man verliert, das ist immer unglücklich. Man ist nicht konstant, man muss einfach stärker werden, dass man vielleicht einen einstehenden Tabellenplatz irgendwann erreichen kann, das ist das Ziel. Die sind dann natürlich auch nicht zufrieden, die Fohlen. Die sagen sich, die sind später auch wieder verloren gegen Frankfurt, nicht so gut. Die sind auch nicht zufrieden, auch was die Tabellenkonstellation angeht. Tabellen 15. ist die TSG Hoffenheim, die haben ebenfalls 3 Punkte, Gladbach, aber das schlechte Torverhältnis. Zufrieden sind die auch nicht, das ist mal ganz klar, die wollen mehr Siege holen, die wollen weiter oben stehen und nicht gegen den Abstieg spielen, die sind natürlich überhaupt nicht zufrieden, das ist mal ganz klar. Kommen wir dann auch zum 1., zum 16., zum Relegationsplatz, das ist der VfL Bochum, die haben 1 Punkt, die sind auch nicht zufrieden, stehen auf Relegationsplatz, die wollen irgendwo da, wo Wolfsburg steht, Tabellen 13. nicht absteigen, dann wäre alles gut, die sagen sich, okay, die Situation ist noch nicht hoffnungslos, ist ja ganz klar, dafür waren es jetzt 4 Spiele, aber trotzdem ist es noch nicht so gut, da muss noch mehr kommen. Kommen wir uns dabei in den 17. Das ist St. Pauli. Ja, die haben einen Punkt geholt gegen Leipzig, sind im Spiel zufrieden, den ersten Punkt der Saison. Die sagen sich auch, hey, komm, jetzt darauf aufbauen und weitermachen, vielleicht schaffen wir es, irgendwie die Klasse zu halten, irgendwie 15. zu werden. Das reicht doch schon, das wäre doch nice. Die sind, ich sag mal, mit diesem Spiel doch zufrieden, aber insgesamt gesehen sagen sie sich, hey, das geht noch etwas besser, aber es könnte auch schlechter. Kommen wir dann zur Roten Laterne und das ist Kiel. Die haben auch einen Punkt und auch den ersten Saison gegen Bochum geholt. Das ist ja gerade so das Bittere, aber die sagen sich auch, hey, das war ganz okay, wenn wir jetzt mal einen Punkt holen, jetzt mal reinschnuppern. Wir sind zwar noch Letzter, aber komm, zu einem rettenden Ufer sind 2 Punkte, das ist noch alles möglich. Ganz unzufrieden sind die nicht, aber natürlich geht es noch besser. Das war auch die Tabellenkonstellation. Kommen wir dann noch zu den Torschützen. Die Torschützenliste führt natürlich Harry Kane an mit 5 Toren. Dann haben wir 4 Zweitplatzierte jeweils mit 4 Toren. Das ist einmal Demirovic, Kramaric, Masur und Wirtz, die haben alle 4 Tore. Die sind so die Torschützenliste, führen die mit an. Oder den zweiten, muss man dann sagen. Und Harry Kane führt natürlich die Torschützenliste. Wie habt ihr den Spieltag gefunden? Was sagt ihr zu Leverkusen? Wieder mal dieses späte Siegtor, sagt ihr verdient oder haben die einfach nur Glück? Und was sagt ihr zu Bremen gegen Bayern? Das schlechteste Spiel ever? Oder sagt ihr einfach nur, ja, Bayern hat momentan eine Topform, wie soll man die überhaupt schlagen?
würde mich mal gerne interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch das Ganze natürlich gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, ein kostenloses Abo bei Flash. Aktiviert auch noch die Glocke, um keine Streams und Highlights zu verpassen. In diesem Sinne bin ich raus, euer Flatzen. Ciao, ciao.